Einen wunderschönen guten Morgen von dem großen Torfmoor. Ja, so heißt das wirklich hier. Und dieses große Torfmoor liegt in den Niederungen zwischen den Wiehengebirgen und dem Mittellandkanal. Und es ist ganz, ganz früh am Morgen. Und es ist schön nebelig. Und Moor und Nebel finde ich richtig geil. Wunderschön. So ein Sonnenaufgang über den Moor. Das große Torfmoor gehört zum größten Teil zu Lübbecke. Und in Lübbecke kenne ich super nette Menschen. Und die möchte ich auf diese Art und Weise ganz herzlich grüßen. Die Landschaft ist atemberaubend. Mit 467 Hektar ist das große Torfmoor das bedeutendste Hochmoor in Nordrhein-Westfalen.
dort hinten auf dem Turm, da war jetzt auch gerade ein Fotograf, der auch Timelapse gemacht hat und auch gleichzeitig Vögel fotografiert hat. Und der hat mir erzählt, dass diese Gegend hier sich auch sehr gut eignet, um die Milchstraße, also um astronomische Aufnahmen zu machen. Werde ich mal ausprobieren. Und hier kannst du deinen Füßen ein Moorbad gönnen. Auf eigene Gefahr, versteht sich. Der Südturm. Da steht ein Auto vor. Aber ich hoffe, dass ich da alleine bin und ungestört meine Aufnahme machen kann. Ansonsten laufe ich hier den roten Wanderweg. Das möchte ich noch erzählen. Also hier sind die Wege farblich gekennzeichnet. Und ich laufe halt den roten Weg. Und den kann ich sehr empfehlen. Ja, eigentlich wäre das da hinten mein Weg jetzt gewesen, aber der ist gesperrt und solche Sperrungen sollte man im Moor sehr, sehr ernst nehmen. Stattdessen muss ich jetzt hier langlaufen. Ja, Asphalt. Ja, Asphalt finde ich natürlich nicht ganz so toll, aber mal gucken. Ein Aussichtsturm müsste noch kommen. Mal gucken, ob ich den jetzt auch auf diesem Weg erreichen kann. Ansonsten habe ich euch schon erzählt, dass man hier schon einige Moorleichen gefunden hat. Na gut, dann wisst ihr es jetzt. So, ich packe jetzt mal den Gimbal in die Tasche. Und wenn ich dann den Aussichtsturm finden sollte, dann filme ich den aus der Hand. Ich bin jetzt auf den westlichen Turm vom großen Torfmoor. Also optisch ist der mit dem Südturm identisch und da kommen jetzt gerade Leute an. Also mache ich jetzt ganz schnell mal meine Rundfahrt.
ihr seht, der Wanderweg führt nicht nur am Moor vorbei, sondern auch durch Wald. Und das macht ihn sehr abwechslungsreich. Gleich komme ich noch am Moorhus vorbei. Das ist ein Informationscenter über das Moor. Aber ich werde wohl gleich weitergehen zum Parkplatz. Also, großes Torfmoor. Klasse! Es lohnt sich. Tschüss!